Vamadevasana 2 ist eine Variation von Vamadevasana. Vamadeva war ein großer Weiser und Heiliger. Vama heißt auch links und Deva heißt Gott. Vama ist immer etwas außergewöhnlich, denn Dakshina ist das Normale. Und Vamadeva ist jemand, der links und rechts zusammengebracht hat, so wie du in Vamadevasana die Fußsohlen beider Füße zusammenbringst, aber auf außergewöhnliche Weise. Diese Stellung fördert die Hüftflexibilität in hohem Maße und kann dir helfen, deine Hüften immer flexibler und beweglicher zu machen.